Juhu an allem! Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Ditto Challenge. Im letzten Part haben wir den guten Bill besucht, haben dann die ersten Trainer von der Arena von Misty besiegt und werden jetzt Misty besiegen. Wir haben inzwischen immer noch 4 Dittos. Copyform muss noch ein bisschen trainiert werden. Deswegen versuche ich jetzt mit ihm zu kämpfen gegen das Sternbuch von Misty. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer ein Profi werden möchte, muss er einen Pokémon-Taktik arbeiten. Auf welcher Weise fängst du denn Pokémon? Ich fange unheimlich viele Ditos. Meine Strategie besteht auf Gnadenhaus und auf diesen Fall von Wasser-Pokémonen. Wasser-Pokémon gegen Ditos. Ich glaube, ich bin ein bisschen erfolgreicher. Vor allem, wenn es darum geht, dann gegen Elektro-Pflanzen-Pokémon zu kämpfen. Ja, komm, es sind nur 4 Level. Und genau jetzt haben wir jetzt auch einen Stern, du. Yay. Was kannst denn Schönes? Ich könnte versuchen, mit Aquaquelle zu verwirren. Vielleicht klappt das ja. Ach, schade, hätte er klappen können. Oh, das sieht mehr ab, das ist nicht gut. Sei verwirrt, schon, schon. Sei verwirrt, sei verwirrt, sei verwirrt, sei verwirrt. Und, na? Verdammt. Komm schon. Tu doch nicht so, du willst es doch auch. Bam. Genesung. Der Material der Aquarelle ist gut so. Wow, das war ein Crit. Das ist aber jetzt nicht nett. Machen wir nochmal. Was? Puh, aber ganz schön knapp hier. Sind halt gleich schnell, deswegen kann man nicht genau sagen. Jetzt machen normale Attacken noch weniger Schaden. Yay, Genesung. Auf jeden Fall eine sehr coole Attacke, muss ich schon sagen. Und jetzt, Aquawelle. Sei verwirrt. Komm schon. Immerhin setzt es gegnerisch, denn du keine Aquawelle ein. Das ist auch schon mal gut. Ich meine, keine Genesung. Aber ich werde im jeden Fall im nächsten... Jetzt bin ich natürlich verwirrt. Warum ist der Gegner nicht verwirrt? Das ist unfair. Greif an! Das zieht ja schon mal nichts ab. Nicht mehr verwirrt und Genesung. Ja, genau so mag ich das. Ich muss schon sagen... Die Folge, die ich gerade aufnehme, kommt genau morgen raus. Soweit nehme ich voraus auf, muss man sagen. Nee, ja, aber letzte Tage ist aber so unheimlich viel zu tun und es ist so warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir ist es extrem warm. Was? Das ist aber jetzt nicht nett. Copy vor, du hast so gute Vorarbeit geleistet. Und jetzt setze nämlich einen Salubertrank ein. Ich hätte nur noch einen einzigen Fakt. All die Arbeit, fast umsonst. Aber wenn ich jetzt, es ging nicht, dann jetzt schaffe ich irgendwie mal zu verwirren, was ich die ganze Zeit vorhabe, dann wäre das auf jeden Fall schon mal super, mega toll. Das wäre auf jeden Fall sehr toll, das muss ich schon sagen. Komm schon! Ich glaube an dich. Verwirr es! Nicht sehr effektiv. Was? Und er ist kein einziges Mal verwirrt? Ernsthaft? Immerhin trifft sich, hilft sich nicht selber. Oh je. Besiegt mich nicht, mach kein Crit. Danke. Immerhin ist der Gegner keine Genesung ein. Auf jeden Fall schon mal sehr gut für mich. Irgendwie auf Kante der Aquawelle. Wie kann man das denn machen? Können wir gleich mal nachschauen. Okay, jetzt hatte ich mal. Aber es sieht so aus, als würden wir ihn besiegt haben. Sehr gut. Ich überlege gerade.
Ich überlege echt gerade. Ja. Copy Tree, bitte. Copy Tree möchte ich gerne gegen einen Stami kämpfen. Bam. Bam. Das wird auf jeden Fall auch ziemlich spannend werden. Alle machen Aquawelle des Todes. Was zum... Was? Einmal Crit und tot. Dito, du hast so eine kleine Verteidigung. Verwandel dich. Gibst du mir auch gleich einen schönen Trank, wenn du das schaffst. Scheiße. Was ist denn das? Ich habe mich nicht mal zu verwandeln. Ich habe es nicht mal mich zu verwandeln. Danke. Was kannst du denn überhaupt? Ja, das ist damit kein Anfang. Oh shit. Nicht gut. Das... Die Aquawelle ist auch das Klügste an sich. Ich will es ja nur mal höchstens verwirren. Oh, das ist natürlich nichts ab. Verwirren! Ja, ich mache gleich Genesung. Sei verwirrt, Stami. Sei verwirrt. Sei verwirrt. Genesung. Oh nein. Oh, ein KP. Bitte nochmal. Komm schon. Emin hat ihren Trank schon für Sterndu benutzt. Ich würde sie wirklich gerne mit Aquawelle verwirren, das würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Verwirr ihn! Ich war schon dreimal verwirrt und er noch kein einziges Mal. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein! Sei verwirrt! Oh, ein Crit, das ist schön. Aber jetzt sei verwirrt. Nein, natürlich nicht. Komm schon! Mach ihn tot! Ja! Oh, was für ein Kampf. Ich habe kurzzeitig gedacht, wir schaffen es nicht. Und ich habe Misty besiegt. Wow, du bist sehr gut. Danke, Bitch. Quellenlassen hier, nimm das Geld. Take my money. Als Quellenlassen, alle bis Level 30, sogar Außenseiter. Der Schneider, ja, muss ich deine Pokémon mitnehmen. Yay, eine TM, die ich niemals benutzen werde, weil die du keine Attacken lernen kann, außer Wandler. Tschüss. Und ich darf immer noch nicht rennen in der Arena. Mann, das war ganz schön tricky. Warum one-hittet die auch einmal ein komplettes Tito von mir? Das kann nicht sein. So, wir müssen... Körper Level 25 ist das nächste Level. Level von... Aber ich glaube, das schaffen wir, weil jetzt kommen auf jeden Fall wieder eine Menge schöne Trainer, die wir besiegen dürfen. Auf jeden Fall. So, dann ist hinten der Schaufler, der verloren gegangen ist. Oh, wie unauffällig der hinten raus ist. Hey, bleib draußen. Was hast du zu tun? Was? Was ich tue? Ich bin nur ein unschuldiger Patient. Was? Du glaubst mir nicht? Du hast gerade gezuckt im Gesicht, hast du nie gesehen? Bam, 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 bam. Und irgendeiner hat mir eine Nachricht geschickt. Egal. Mascholo. Oh je, ich muss mich schnell verwandeln. Copy vor. Ich bin natürlich zum Glück schneller. Was macht er denn? Fußkick. Au.
gehe mal kurz gleich Items kaufen wieder. Tränke, meine ich. Ein Moment, bitte wieder angerufen. Und ich bin wieder da. Ja, ich wurde gerade angerufen. Okay, irgendwas wollte ich machen. Ah ja, genau. Ich wollte einen Trank ausgeben. Das sieht ja scheiße aus. Mach was Dummes. Danke. Oh, Kacke. Obwohl, das kann ich auch machen. Das kann ich auch machen. Ich wusste es. Oh. Of course. Ich versuch's einmal trotzdem. Danke. Jetzt bin ich auch ein Dramato. Lol, hat mir das überhaupt alles abgezogen? Hat mir das überhaupt was abgezogen? Das sah so aus, als hätte ich mein KP bald gar nicht bewegt auf die Zahl. So, mach mal bitte irgendwas Dummes. Wow. Das ist aber jetzt nicht nett. Das ist aber jetzt nicht nett. So, nächstes das Traumatum muss ich behalten, ne? Ah ja, wirklich 3 KP. Ich ermute einfach mal der... Nein, ich wollte eigentlich jetzt... Ich dachte, ich bin schneller, langsamer. Mal so, muss einfach mal so. Was macht denn der? Oh, okay. Oh Gott, dafür one-hit ich dann mal Scholo, das ist schon mal gut. Nein! Mann, was ist denn das? Ich hab kein Glück, ich brauche mehr Tränke. Also jetzt will ich echt nicht mehr verlieren. Okay, und Kopfnuss. Sei besiegt! Danke, oder schreck zurück, ist auch gut. Oh, yes! Okay, jetzt ist das Marschall nämlich kein Problem mehr. Nein, möchte ich nicht. Definitiv nicht. Aber sehr interessant, wie taktisch der letzten Psycho-Pokémon gegen Kampf-Pokémon. Ich bin ja richtig begeistert. Das ist natürlich sehr nice. Okay, wir rennen instant zurück und heilen unsere Pokémon. Wir kaufen uns over 9000 Tränke. Ich muss mal schauen. Dann natürlich die aktuelle Aufnahmezeit nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt noch 6 Minuten aufnehme, sind wir ungefähr... Ich habe, glaube, 8 Minuten vor uns aufgenommen, bevor ich den... Was ist denn das? Dark, okay. Ich weiß, es ist unheimlich intensive Grafik-Speicherungsdings. Wenn ich hier irgendwo durch ein Haus durchlaufe und da null Action drin ist, außer ich laufe. Ich sehe gerade, ich habe die Datei halb offen. 10 Minuten, okay. Ja, dann passt es immer keine Woche. Noch ein paar Minuten machen. Schon mal Richtung nächste Route gehen. Den Werbespruch von dem Markt will ich eigentlich nicht hören. Und ich möchte kaufen. Wirklich verdammt viele Tränke. Ernsthaft. Was kann ich denn verkaufen? Was habe ich denn zu verkaufen? Die Attacke bringt mir eh wieso nichts. Kauf. Danke. Jetzt habe ich das Spiel schon wieder. Was kann ich noch verkaufen? Ne, das brauche ich alles irgendwann. Mondstein will ich eigentlich nicht verkaufen, aus Gründen, die ich habe. Na okay, kaufen wir uns noch einen Trank. Ein. Ich wünschte, ich könnte ein Zeig kaufen. Na gut, ist mir das, dass ich genug Geld habe. Vielen Dank.
So, hier könnte man Pokémon haben, eine Pension abgeben. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, ob ich es mache. Aber dann habe ich mir gedacht, nö. Halt, warte mal kurz. Konnte ich irgendwo den EP-Teiler bekommen? Ich weiß es nicht. Da schlage ich gleich nochmal nach. Ich glaube nämlich, ich dachte, über uns konnten wir uns irgendwo den EP-Teiler, den Detektor bekommen. Auf jeden Fall mache ich hier den Titel für die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.